Herzlich willkommen hier im Kindl Zentrum für zeitgenössische Kunst. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute Abend hier im Sudhaus als künstlerischer Direktor für die erste Veranstaltung unserer Reihe Gäste begrüßen kann. Wir planen die Eröffnung ja in einem Jahr und bis dahin wollen wir mit dieser Reihe Gäste und diese verschiedenen Räume in diesem großartigen Gebäude dem Publikum zugänglich machen mit einzelnen Veranstaltungen. Wir sind hier in den Raum gegangen und haben ziemlich lange experimentiert. Der Raum ist praktisch wie ein Partner, mit dem wir uns beschäftigen. Der reagiert auf unsere Töne. Und es war auch ganz spannend, die Akustik von dem Raum zu erforschen. Also die Sudpfannen, die haben einerseits auch einen unglaublich interessanten Hall. Also die kleinsten Geräusche werden wie aufgebläht. Was sehr interessant ist, man kann die nicht orten. Dieser Raum ist natürlich eine ganz besondere Situation. Es ist ein toller Raum, atmosphärisch unglaublich dicht. Und Architektur, Raum und Licht sind natürlich einfach drei extrem verwandte Bereiche. Phase 2. Nach 3 Tagen teilt sich die Wurzel. Das Keimgut heißt jetzt in der Fachsprache Gabelhaufen. Ja, wenn man jetzt über Brauerei nachdenkt, kommt man auch auf so eine Klangwelt. Brodeln, gären, kochen. Würzen. Es hat sich aufgedrängt, die erste Veranstaltung hier zu machen, mit diesen 6 Sudpfannen einen besonderen Anlass zu kreieren. Und das ist mit Les Femmes Savantes sicher gelungen.